Hallo bei MixTV. Heute geht's um das wichtige Thema gesund bleiben und es geht um Impfen. Ich war letzte Woche wegen dem Check-up beim Arzt und habe meinen Impfausweis mitgenommen und wissen wollen, welche Impfungen er eigentlich empfiehlt, was ist richtig wichtig und ob ich etwas auffrischen muss. Und da sind zwei wichtige Punkte rauskommen. Zum einen Tetanus und zum anderen FSME. Also Tetanus, Wundstockkrampf und ähnliches, das kennt man ja, wenn man im Wald ist und sich irgendwie einen Schnitt holt oder irgendwas und dann kommt dementsprechend mit Erde Kontakt, dann kann das zu Wundstockkrampf führen, was tödlich sein kann. Die meisten haben die Impfung als Kind bekommen und die sollte man halt regelmäßig auffrischen. Aber da Blick ins Impfbuch oder sich beraten lassen beim Arzt. Die sehe ich als richtig wichtig und FSME sehe ich auch als extrem wichtig. Also Frühsommer, Multi, irgendwas. Da habe ich einen Fall in der eigenen Familie. Mein Bruder hat vor 30 Jahren FSME bekommen als Krankheit. Und hat da als erstes eine Hirnhautentzündung gehabt. Es hat schon geheißen, er stirbt in der nächsten Stunde. Sie können nichts mehr machen. Durch ihr Wunder haben sie es dann doch irgendwie hinbekommen. Und er war insgesamt, glaube ich, zwei, dreimal so kurz vor dem Tod. Und am Schluss hat er dann noch eine Rückenmarksentzündung bekommen mit Teillähmungen. Und lebt immer noch zum Glück. Und ist aber behindert. Das hätte man vermutlich durch die passende Impfung verhindern können. Aber das war halt damals auch in der Anfangszeit, wo die Krankheit erst bekannt worden ist. Also da auf jeden Fall beraten lasse vom Arzt, einfach mal mit dem Impfausweis hingehe. Und wenn der noch ein paar andere Sachen sagt und man nicht traut, kann man sich ja immer noch im Internet informieren oder beim Apotheker oder ähnliches. Aber ich rate auf jeden Fall erst mal mit dem Impfausweis zum Arzt gehen. Was für Gehkescher natürlich auch wichtig ist, das ist zu schauen, wenn man irgendwo Verrücktes hin will ins Ausland, braucht man da auch irgendwelche Impfungen. Was sind unnötig oder was sind gefährlich? Und dazu ist natürlich wichtig zu wissen, Gehkescher gehen auch in sehr verrückte Länder und die sind nicht unbedingt die, wo dann in der Touri-Hauptstadt sich aufhalten und einen Kaffee schlürfen, sondern die, wo eher mal in den Busch, Urwald oder sonst wohin gehe, wo kein normaler Touri hingeht. Und da dann vielleicht eher in Kontakt kommen mit Sachen, wo andere Leute gar nicht in Kontakt kommen. Da empfehle ich auf jeden Fall, gebt mal ein im Internet oder vom Handy sicher Reisen. Da kommt man aufs Auswärtige Amt bzw. auf die App sicheres Reisen. Und wenn man da ein Land eingibt, ich sag mal Indonesien oder so, dann kann man da mal durchlesen, was die im Moment empfehlen oder was auch für die Einreise zwingend vorgeschrieben ist. Bei Indonesien als Beispiel muss man nichts vorweisen, wenn man einfach ein, zwei Wochen hingeht. Will man aber länger wie 4 Wochen dahin gehen, dann gibt es eine bestimmte Impfung, die muss man nachweisen. Und dabei habe, sonst darf man gar nicht einreisen. Und es wäre dann blöd, wenn man am Flughafen wieder zurück muss. Also auf der Website kann man sich gut informieren. Und da stehen auch politische Sachen, also ob es zum Beispiel auch Entführungen gibt von Deutschen dort viel, welche Lösegeldforderungen oder ob es ein Kriegsgebiet ist, wo man gar nicht einreisen darf. Da steht der aktuelle Stand drin. Also nicht auf irgendwelche Facebook-Berichte gehe oder so, sondern das sichere Reise, Auswärtiges Amt, da sind die aktuellen Spielregeln, wo zählen. Wenn man die App runterladet, dann kann man zum Beispiel auch ein Land eintragen und wenn man das Handy berechtigt, kriegt man dann Push-up-Nachrichten, wenn sich was ändert. Also wenn eine Krankheit, zum Beispiel Gelbfieber jetzt dort Ärger ausbricht in dem Land. Oder wenn es heißt, die Deutsche müsse zwingend ausreisen aus politischen Gründen. Oder dass der Flugbetrieb eingestellt worden ist aus Quarantänegründen oder ähnliches. Das erfahrt man bei der App.
Und wenn da was lest und unsicher seid, auch zu Impfungen, was braucht man, oder das ist ganz gefährlich, oder wie bekomme ich das, dann wieder der Tipp von Anfang, mit dem Impfbuch zum Arzt gehe, dem Arzt erkläre, in welches Land man will und dass man da nicht unbedingt in der Stadt ist, sondern halt auch mal auf dem Berg oben, im Gebüsch oder weit weg von der Stätte irgendwo in der Pampa ist, dass er weiß, was wirklich zwingend notwendig ist oder was man machen könnte. Dann habt ihr die richtige Beratung. Das ist richtig top wichtig. Denn wir wollen weiterhin tolle Geocaches finden und gesund bleiben. Ciao, euer Mixi.